Im ersten Schritt legen Sie das Tuch auf einer Wickelkommode oder einem Tisch ausgebreitet vor sich. Es reicht, wenn Sie eine Fläche von 1,50 Meter zur Verfügung haben. Die Tuchseite mit den Nähten soll Ihnen zugewandt sein, während die glatte Tuchseite der Ablagefläche zugewandt ist. Nehmen Sie das nicht beringte Tuchende und raffen Sie die gesamte Stoffbreite in Ihre rechte Hand. Das Tuch dabei nicht verdrehen. Greifen Sie mit der linken Hand die Ringe und schieben Sie das Tuchende durch beide Ringe hindurch. Führen Sie das Tuchende über den ersten Ring und durch den zweiten Ring hindurch zurück. Ziehen Sie das Tuch nun über den linken Arm und über den Kopf an, sodass die Ringe direkt unterhalb Ihrer rechten Schulter zum Liegen kommen. Justieren Sie die Länge der Tuchbahn grob vor, indem Sie Ihren linken Daumen etwa in Hüftknochenhöhe links an Ihren Körper halten. Das Tuch sollte in dieser Position gespannt sein. Falls nicht, ziehen Sie die Tuchbahn durch die beiden Ringe nach. Nehmen Sie Ihr Baby auf die linke Schulter, greifen Sie mit der rechten Hand unterhalb der Tuchbahn von außen nach innen hindurch, um beide Beinchen Ihres Babys zu fassen. Setzen Sie Ihr Baby in Höhe Ihrer Hüfte so auf die Tuchbahn, dass es mit einem Bein vor und einem Bein hinter Ihrer Hüfte sitzt und die Tuchbahn durch seine Kniekehlen verläuft. Fächern Sie die Tuchbahn mit der rechten Hand auf, indem Sie die obere Tuchkante über die Arme und den Kopf Ihres Babys so nach oben ziehen, dass eine Mütze entsteht. Bei Babys, die ihren Kopf bereits selbstständig halten können, reicht es, das Tuch bis unter die Arme Ihres Kindes nach oben zu ziehen. Achten Sie darauf, dass die untere Tuchkante dabei nicht nach oben rutscht, also weiterhin in den Kniekehlen Ihres Babys verweilt. Anschließend den Stoff zurück in den Nackenbereich schieben und die untere Tuchkante nach oben Richtung Bauchnabel Ihres Babys schieben. Weiterhin mit der rechten Hand arbeitend, die um Ihr Baby herum verlaufende Tuchbahn zur rechten Schulter hin festziehen. Anschließend das gesamte Tuch durch die Ringe festziehen. Dies soll schrittweise in etwa 3 bis 5 Phasen passieren, sodass sich das Tuch individuell an den Rücken Ihres Babys anpasst. Diese Arbeitsschritte wurden durchgeführt, um das Baby mit rundem Rücken in der empfohlenen Spreiz-Anhock-Haltung auf Ihre Hüfte zu binden. Zum Ausziehen des Tuches die Ringe anheben, um das Tuch zu lockern. Die um Ihr Baby verlaufende Tuchbahn vorsichtig nach oben über seinen Kopf schieben und es nach unten herausnehmen. Beugen Sie Ihren Oberkörper nach vorne und legen Ihr Baby ab. Erst jetzt das gesamte Tuch ausziehen.